Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Reihe Schritte durch die Bibel von Gips sind wir nun angelangt bei der Geburt Mose, 2. Mose 1, Vers 7 bis 14. Leitvers Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Erstens, die geschichtliche Situation. 2. Mose 1, Vers 7 bis 14. Ein neuer König eines neuen Herrscherhauses. Die Bibel nennt seinen persönlichen Namen nicht. Aufgrund revolutionärer Umstürze im Lande erlebte Ägypten über 30 verschiedene Dynastien. Siehe die Beschreibung des Todes Jakobs, 1. Mose 49, und Josef, wie seine Verheißung, 1. Mose 50, Vers 24 bis 26. Erstens, Israels Wohlstand, Vers 7. Zweitens, Israels Unterdrückung, Sklaverei, vergleiche auch Johannes 8, 34. Die Macht, die einmal freundlich gesinnt war, beherrschte es nun. Das Bild, die einmal freundlich gesinnt war, beherrschte es nun. Bild für das Vorgehen Satans. Er verführt zuerst, dann verblendet, bindet und unterdrückt er seine Opfer. Siehe Lukas 11, Vers 21. Drittens, Israels Erhaltung, Vers 12. Dies gilt auch heute noch für die Situation Israels. Trotz bis an grausame Verfolgung reichender Unterdrückung und Versuchung, es als Volk insgesamt auszurotten, besteht es auch heute als Zeugnis der Wahrheit des Wortes Gottes weiter. Römisch 2, Moses Geburt, 2. Mose 2. Erstens, das Kind war schön. Zweitens, die Mutter, ihr Glaubensmut. Siehe Hebräer 11, 23 und Jesaja 51, 7. Römisch 3. Seine Bewahrung. Erstens, die Betreuung der Mutter, Verse 3. Zweitens, die Beaufsichtigung durch die Schwester. Drittens, der Besuch im rechten Augenblick, Vers 56. Bei Gott wirken alle Dinge zum Guten, Hebräer 11, Vers 6. Römisch 4, seine Versorgung, Verse 7 bis 9. Erstens, die Aufforderung, nimm dieses Kind mit. Vielleicht ist das auch anwendbar auf die Mitarbeit in Kinder- und Sonntagsschularbeit. Kinder sind eine Gabe Gottes. Zweitens, die Arbeit. Säuge es mir, Epheser 6, Vers 4, 2. Timotheus 3, 15, Johannes 21, Vers 15, 1. Petrus 5, Vers 2 bis 4. Die Ernährung, das Wort Gottes. Drittens, die Aussicht, Lohn. Römisch 5, seine Ausbildung. Der Hof versuchte sein Bestes, einen richtigen Ägypter aus ihm zu machen, aber die Erziehung seiner Mutter hat ihn bereits geprägt. Sprüche 22, Vers 6. Seine Intelligenz, Apostelgeschichte 7, 22. Ägypter galten zur damaligen Zeit als auf höchster Kulturstufe stehend. Monumente und Aufzeichnungen darüber sind heute noch beeindruckend. Zweitens, seine Redegewandtheit, mächtig in seinen Worten. Drittens, seine Persönlichkeit, mächtig in seinen Werken. Römisch 6, seine Stellung, Vers 10, Miterbe der Macht und des Reichtums Ägyptens. Er war Anwärter auf den Thron mit der gesamten Pracht und herrschaftlicher Würde.
Sein Anspruch brauchte er nur wahrzunehmen.